Dieser abschließende Teil zeigt Einblicke in die Überholung der Mechanik und dessen Regulierung. Die neuen Hammerköpfe werden mit meiner selbst konstruierten Bohrvorrichtung genau im entsprechenden Winkel gebohrt. Die alten Hammerröllchen werden mit speziellen Vorrichtungen für die Bandsäge entfernt und neue Röllchen eingepasst. Die Achsreibung wird mit einer Präzisionsfederwaage gemessen und gegebenenfalls neue Achsen eingepasst. Nachdem die Hammerstiele abgeschraubt wurden, werden die alten Hammerköpfe entfernt und die neuen eingeleimt. Dann wird die Mechanik auf der Werkbank mit Hilfe meiner selbst konstruierten Regulierungsvorrichtung für Flügel grob vorreguliert. Der Tastentiefgang wird eingestellt, die Auslösung, das Abnicken und der Fang justiert. Die Dämpfung wird eingebaut und die Saiten auf Ebene gerichtet. Abschließend werden noch das statische Spielgewicht sowie das Aufgewicht kontrolliert. Zunächst werden Bleigewichte an die Fänger der Tasten geheftet, damit alle Tasten auch bei abgeschraubter Mechanik oben stehen. Die Tasten werden zu Fall gebracht. Dabei werden die Tastenbodenlöcher auf Spiel kontrolliert. Die seitlichen Abstände der Tasten, die Spazien, werden ausgerichtet. Alle Tasten müssen exakt auf gleicher Höhe liegen. Dazu werden kleine Papierscheiben unterschiedlicher Stärke unterlegt. Das geht am genauesten, wenn die Klaviatur sich im Instrument befindet und beide Backenplätzchen festgeschraubt sind. Wichtig ist auch zu prüfen, ob der Klaviaturrahmen überall auf dem Stuhlboden aufliegt. Mithilfe der Stellschrauben im Klaviaturrahmen kann dies nachjustiert werden. Für die Höhe der Tasten über dem Stuhlboden gibt Steinway ein festes Maß vor. Bevor mit den Arbeiten an der Mechanik begonnen wird, installiere ich meine selbstgebaute Flügelregulierungsvorrichtung auf meiner Werkbank. Diese ist so flexibel konstruiert, dass alle gängigen Mechaniken damit reguliert werden können. Für die einzelnen Sektionen, Bass, Mittellage und Diskant, wählt man passende Alu-Lineale, die an die Träger angeschraubt werden. Hier kommen nur 4 der insgesamt 5 Träger zum Einsatz. Diese können über eine Tenutschiene horizontal und über Nuten auch vertikal verstellt werden. Mithilfe kleiner Vorrichtungen, mit denen man den Abstand zwischen Stuhlboden und Saitenebene im Mechanikraum des Instrumentes abnimmt, werden die Träger genau ausgerichtet. Auf diese Art und Weise kann die Mechanik sehr komfortabel, zeitsparend in allen Abschnitten reguliert und bearbeitet werden, ohne ständig etwas umstellen zu müssen. Die Mechanik wird nach hinten an den Stoppklotz der Vorrichtung geschoben, sodass die Hammerscheitel genau die Lineale treffen. Jetzt kann die vorhandene Regulierung überprüft werden. An den Hauptträgern sind noch kleine Unterträger verstellbar angeschraubt. Diese können in einem definierten Abstand nach unten abgesenkt werden. Dann kann die sogenannte Steigung sehr einfach eingestellt werden. Darunter versteht man den Abstand der Hammerköpfe zur Saitenebene in Ruhelage. Dieser soll bei Steinway-Flügeln genau 47 mm betragen. Hier sieht man jetzt, dass die Steigung der alten abgespielten Hammerköpfe deutlich zu groß ist. Im Folgenden werden die Hammerköpfe mit einer selbstgebauten Vorrichtung für den Kreuztisch gebohrt und eingeleimt. Diese Vorrichtung lässt sich auch schräg stellen, sodass die Hammerköpfe im Bass und in der Mittellage im entsprechenden Winkel gebohrt werden können. Die Köpfe im Diskant und in der oberen Mittellage werden ohne Winkel gebohrt. Der erforderliche Winkel im Bass und der unteren Mittellage resultiert aus der kreuzseitigen Bespannung der Saiten. Da die Pharmac-Bohrer hohe Drehzahlen erlauben, können absolut ausrissfreie Löcher gebohrt werden. Die Hammerkopfauflage lässt sich problemlos austauschen, sodass auch die Austrittsseite der Bohrung sehr sauber ist. Die Hammerköpfe werden über einen Exzenterhebel blitzschnell fixiert, sodass das Bohren sehr zügig geht. Nun müssen die Bohrwinkel im Bass und in der Mittellage ermittelt werden. Neuerdings nutze ich dazu eine App für das Smartphone, mit der man solche Winkel digital messen kann. Mit der Bevelbox, einem digitalen Winkelmesser, wird die Schräge der Bohrvorrichtung genau auf die ermittelten Werte eingestellt. Hier genau auf 8 Grad. Der Hammerkopf wird wieder eingespannt und die genaue Bohrposition mithilfe des Kreuztisches nachjustiert. Da die Hammerköpfe im Bass genau den entgegengesetzten Winkel benötigen, ist eine zweite Einspannmöglichkeit gegenüber vorhanden. Der Anschlagstift wird wieder genau ausgerichtet, sodass die erforderliche Bohrlänge genau passt und für alle Hammerköpfe gleich ist.
Wenn dann der Bohrwinkel wieder eingestellt und der Hammerkopf festgespannt wurde, kann die Bohrposition mit Hilfe des Kreuztisches eingestellt werden. Nun können noch sämtliche Hammerköpfe der Basspartie gebohrt werden. Der Bohrwinkel ändert sich dabei abschnittsweise. Ist alles gebohrt, wird der Maschinenträger ganz nach oben gekurbelt und stört nicht mehr bei weiteren Arbeiten. Die Vorrichtung wird vom Kreuztisch demontiert. Dies geht sehr schnell und einfach. Der Kreuztisch selbst ist nur aufgesetzt und hält sicher mit einer Passleiste in der Tenutschiene. Nun sollen die abgenutzten Hammerröllchen entfernt werden. Dazu gibt es im Fachhandel eine spezielle Kneifzange mit Anschlägen, mit der ich früher immer gearbeitet habe. Mit einem Messerchen musste ich dann immer auch die Leimreste abkratzen. Oft ist auch etwas Holz vom Stiel abgerissen. Ich persönlich finde es daher sauberer, die Röllchen mit der Bandsäge zu entfernen. Das geht schnell und ist absolut akkurat. Ich habe dazu zwei Vorrichtungen gebaut. Mit der ersten werden die Röllchen genau an der Hammerstieloberfläche abgetrennt. Auch vorhandene Leimreste werden dabei entfernt. Mit der zweiten Vorrichtung wird in zwei Stufen die Nut ausgesägt. Dann kann ohne weitere Bearbeitung das neue Röllchen eingeleimt werden. Die Achsreibung wird geprüft. Ist diese zu hoch, ist der Hammer träge, die Repetition schlecht. Im schlimmsten Fall bleibt der Hammer sogar stecken. Ist die Reibung zu niedrig, kann es zu Klappergeräuschen kommen. Um die Achsgängigkeit zu überprüfen, gibt es verschiedene Methoden. Ich nutze gern eine Präzisionsfederwaage oder mache den Kapselschraubentest. Die Kapsel soll sich unter dem Gewicht der Schraube langsam nach unten bewegen. Ohne Schraube darf die Kapsel sich nicht bewegen. Wenn die Reibung zu gering ist, können neue Achsen mit größerem Durchmesser eingepasst werden. Hier die neu eingeleimten Hammerröllchen. Die Hammerstiele werden mit dem Akkuschrauber abgeschraubt. Mit einer speziellen Zange werden die alten Hammerköpfe vom Stiel abgezogen und die Leimreste entfernt. Hier sieht man die Probehämmer, die vorab schon eingeleimt wurden. Die anderen Hämmer werden an den Stiel angepasst, indem mit einer Reibahle etwas Holz ausgerieben wird. Die Hammerköpfe sollen beim Aufstecken auf den Stiel kein Spiel haben, dürfen aber auch nicht knacken, wenn man diese dreht. Nachdem der Leim angegeben wurde, wird der Hammerkopf aufgesteckt und einige Male gedreht, damit der Leim sich gut verteilt. So ist eine haltbare Verleimung gewährleistet. Die hier verwendete Einleimvorrichtung ist ebenfalls eine Eigenkonstruktion und enorm praktisch. Die Hammerköpfe können sehr präzise verleimt werden, sodass die Anschlagslinie genau passt und gleichmäßig verläuft. Ich verwende hier Fischleim, der ebenfalls sehr hart wird und eine gute Alternative zum herkömmlichen Warmleim bietet. Nun wird das Durchlaufen der Hämmer geprüft. Der Fachmann spricht auch vom sogenannten Tragendmachen. Das heißt, dass die Hämmer möglichst parallel zueinander nach oben steigen. Unregelmäßigkeiten werden mit Schieberpapier ausgeglichen. Dieses klebt man an die Unterseite der Kapseln.
Hier nochmals die Probehämmer mit Anriss für die Anschlagslinie und einige Bilder vom Einleimen der neuen Hammerköpfe. Nun geht es an die Regulierung der Mechanik. Dazu müssen zunächst einmal alle Maße grob eingestellt werden, da sich diese gegenseitig beeinflussen. In einem zweiten Schritt wird dann schon wesentlich genauer gearbeitet. Die Feineinstellung erfolgt abschließend dann immer direkt im Instrument. Hier wurde nun beginnend die Steigung eingestellt, das heißt die Hämmer auf gleiche Höhe geschraubt. Der Abstand der Hämmer zu den Saiten soll dann genau 47 mm betragen, wie von Steinway gefordert. Die Auslösung, die im Folgenden eingestellt wird, soll ca. 1-2 mm betragen. Damit ist gemeint, dass der Hammer ca. 1-2 mm vor der Saite leicht zurückfallen soll, wenn man die Taste ganz langsam nach unten bewegt. Das wiederum lässt sich nur dann einstellen, wenn die Abnickung nicht zu weit oben steht. Gegebenenfalls müssen die Abnickschrauben vorher heruntergedreht werden. Hier werden nun die Abnickschrauben so eingestellt, dass der Hammer nach dem Auslösen noch ca. 1 mm nach unten auf den Repetierschenkel fällt. Dazu müssen gegebenenfalls vorher die Repetierfedern grob eingestellt werden, falls diese zu schwach sind. Vor allem nach dem Erneuern der Hammerköpfe ist dies oft notwendig, da die neuen Köpfe schwerer sind als die alten, die oft mehrfach schon abgezogen wurden. Der Tastentiefgang wird eingestellt und der Nachdruck kontrolliert. Die Spieltiefe soll genau 9,5 mm betragen. Als Nachdruck bezeichnet man den Weg der Taste, die diese nach Erreichen des Auslösepunktes noch bis zur Filzauflage zurücklegt. Er soll in etwa 1,5 mm betragen. Nachdem die Fänger mit einer Kröpfzange genau ausgerichtet wurden, wird der sogenannte Fang eingestellt. Das Abfangen der Hämmer soll genau 12 mm von der Saite entfernt erfolgen. Dazu gibt es ein kleines Klötzchen mit Skala, welches an das Lineal angesteckt wird. Die Gleichmäßigkeit des Fanges wird überprüft. Wenn der Ton richtig reguliert ist, soll der Hammerkopf nach dem Abfangen und folgendem langsamen Lösen der Taste zügig nach oben steigen. Dies reguliert man mit der Repetierfeder, die mit einem Federhaken gestärkt oder geschwächt wird. Keinesfalls darf man nur ein Springen des Hammers an der Taste fühlen. Ist die Feder zu schwach, ist die Repetierfähigkeit schlechter. Hier nun die fertig regulierte Mechanik mit neu eingeleimten Hammerköpfen. Die Garnierung der Pedale ist vollkommen verschlissen und wird mit neuem Gewebefilz erneuert. Auch andere völlig abgenutzten Filzgarnierungen an der Pedalanlage werden erneuert. Die Dämpfung wird wieder eingebaut, der Halbgang und das Zappeln reguliert. Wichtig und oft nicht durchgeführt ist das Richten der Saiten auf Saitenebene. Nur so ist eine einwandfreie Intonation möglich. Die Hammerköpfe sollen jede Saite innerhalb eines Chores gleich stark anschlagen. Zu guter Letzt wird das statische Spielgewicht und das Aufgewicht kontrolliert. Die Taste soll sich langsam unter dem Gewicht von 47 Gramm nach unten bewegen. Bei vielen anderen Flügelherstellern beträgt dieser Wert ca. 50 Gramm. Das Instrument wurde nochmals auf Kammerton gestimmt und abschließend die Hammerköpfe intoniert, das heißt klanglich angeglichen.